Die epische Musik untermalt die Aufbruchsstimmung bei Let's Play Minecraft. Willkommen zurück. Im letzten Part war es ja so, dass wir alles vorbereitet haben für unseren großen Aufbruch, der jetzt stattfinden wird. In diesem Part werden wir jetzt auch tatsächlich aufbrechen. Wir holen uns nochmal die drei Glas mit. Ist ein bisschen nervig gerade. So. Mal hier das. Schönes Lied. Passend für unsere Reise. So, wir werden diesmal den Gravierweg nicht benutzen, sondern hier querfeld eingehen, weil das ein bisschen besser geklappt hat. Ich habe jetzt übrigens gecheckt, und zwar ist das tatsächlich so, dass unser Biom im Moment Tiger ist. Das heißt, hier wird es auch nicht mehr wärmer. Es sei denn, er führt tatsächlich irgendwann mal ein, dass die Bioms wechseln, von den Jahreszeiten her. Das wäre ganz cool, aber das habe ich soweit in den Patch-Notes erst... Patch-Notes. Es gab auch halt die Patch-Yeses, aber es gab halt auch die Patch-Notes, und in Patch-Notes habe ich geguckt. Verdammte Scheiße, ey. Also in den Patch-Notes habe ich das erstmal so nicht gesehen, dass es jetzt der Fall wäre. Insofern bin ich ein ganz trauriges Äffchen. Ne? Wisst ihr ja. So, ich hoffe, wir finden die Baustelle jetzt wieder. Das wäre ja der Hammer. Na, da ist sie auch schon. So. Das haben wir soweit. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar werde ich die Walls da lang bauen. So, und das war's auch schon für diesmal. Nein, Quatsch. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir bauen hier nochmal das Holz ab, um die Tür da direkt fertigzustellen. Mit der Umrandung. So eine schöne Holzumrandung. Gefällt mir ganz gut. Das ist anderes Holz, aber das Holz gefällt mir eigentlich besser, was ich da jetzt gerade angebaut habe. Sieht so ein bisschen rustikaler aus. So. Ja gut, da wir jetzt keine Erde mit haben, habe ich nichts, was ich mal eben so platzieren könnte, um da hochzukommen. Und zwar nehme ich dazu jetzt einfach mal dieses Holz. In den Patch Nose. So. Ist egal, wie wir das anbauen. Ah, sieht ganz gut aus. Ja, kann man so stehen lassen. Wir bauen diesen Baum ab für mehr Holz. Mit der Schaufel auf jeden Fall. Ist ganz wichtig, dass wir es mit der Schaufel jetzt gemacht haben oder machen wollten. Bin mal gespannt, wie der Dschungel mit Misa aussieht, denn er sah ja schon mit dem normalen Texture-Pack, also mit dem Standard-Texture-Pack Vanilla, sah der ja schon echt geil aus. Ich muss euch da ein bisschen schmackhaft machen. Ich hatte so eine Testaufnahme, habe ich das, nein, nicht Testaufnahme, in halt so einem Test-Gucken, habe ich den Dschungel mal gefunden und das sah schon nicht schlecht aus. Ich muss euch da ein bisschen heiß machen. So, wir haben doch Clearstones dabei, oder? Ja. Warte mal, können wir es so machen? Die Tür kommt nochmal weg. Werden wir jetzt hier lang hacken. Hier lang gehen. Mit der wunderbaren Musik. So, so und so. Bisschen enchanten können wir auch irgendwann, aber das ist ja noch lange hin. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Warte mal. Kann ich dir jetzt... Achso, ist ja egal. So. Wie gesagt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das ist noch lange hin. Große, große Zukunftsmusik. Wir sind ja jetzt hier erst bei Parts über 50. Gut, das ist ja auch schon was. Ich meine, über 50 Parts. Da, das ist ja auch schon mal eine stolze Größe für ein Minecraft-LP. Ne? Also, finde ich wirklich. Viele LPs schaffen es gar nicht so hoch. Gerade von LPs von kleineren Spielen so. Da, ist es ja so, dass, die Parts denn, naja, die, beziehungsweise die Spielelänge ist halt so klein, dass, dass da quasi nur 19, 20 Parts kommen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Gut. Soweit haben wir das erstmal. Können wir irgendwas soweit verbauen? Weil, Rock hat Platz. Ja. Wir hauen mal... Wir lagern das hier erstmal so an. Können uns das ja wiederholen mit der Axt. Das geht ja schnell. Weil jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. So, und zwar für da Glasplatten. Le Glasplatten. Wie gehen die nochmal? So? Nee, fuck. Wie gehen die nochmal? Ach so, ich weiß. Moment. So, ne? Ja. 48 reichen erstmal. Jetzt müssen wir das Glas wieder mähen, deswegen brauchen wir gerade mal einen Spaceplatz. So. Und jetzt werden wir die Glasplatten... Ach, das ist schöne Musik. Da ranbauen. Hier ranbauen. Tür auf. Und das Ding einfach ein bisschen verkleiden mit den wunderbaren Glasplatten. So. Aber halt auch nicht zu viel. Ich möchte eigentlich, dass das Ding ein bisschen urig aussieht. Hier vielleicht noch. Aber hinten muss es dann ein
bisschen dunkler werden. Scheiße. Ach, ist das nervig. Genau, zielen. Na gut. Genau, zielen. Und zielen. Gut. Ich mag es ja nicht, wenn man in Minecraft zielen muss, ne? Ist ja ganz schwierig, weil ich da immer versage. Ich versage! Genau, so. Hier hinten werden wir dann erstmal... Wie gesagt, dieses getönte Glas, das würde ich mir halt wirklich wünschen. Das ist eine coole Idee eigentlich. So. Warte mal, dann können wir das mal so bauen. Schließt das... Nee, warte mal, das machen wir mal ganz anders. Das machen wir mal ganz anders. Ich baue da hinten nämlich so eine kleine Rundung. Das ist dann wahrscheinlich mit dem Dach ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir hin. Die Rundung, das wäre es ja einfach. So. Ist es wieder so eine ganz laute Musik? Ja, es ist wieder Five Armies. What the fuck? Was hat mein iTunes eigentlich gerade mit den Five Armies immer? Wahrscheinlich finde ich das 5 einfach super. Mit 5 ist eine tolle Zahl. Und Five Armies ist sowieso awesome. So. Haben wir hier erstmal die schöne Rundung aufgebaut. Das ist ein bisschen besser, finde ich. Das sieht einfach auch schöner aus. Jetzt müssen wir allerdings die normalen Glasblöcke da benutzen. Ansonsten kommen wir mit der Rundung mit dem Glas nicht hin. Was war das denn? So, und hoch. Alles klar. Das war schon mal gar nicht schlecht. Hier werden wir gerade mal so arbeiten und so arbeiten. Wie gesagt, ich möchte, dass es hier ein bisschen dunkler ist, hier hinten. Denn hier wird dann auch so, sag ich mal, das Herz reinkommen. So altarmäßig, verzaubert, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht genau. Dieses Gebäude ist wunderschön, lasst mich. So. Ist wunderschön. Lass das Gebäude in Ruhe. Leave Britney alone! So, an den Seiten kommt hier was. Hier kommt was. Und dann kommt in die Mitte das. Das. Das ist die Wahrheit. So. Hier kommt dasselbe hin. Machen das schön symmetrisch. Und dann das und das. Ja. Wir machen was hier an den Seiten. Die sind zwei lang. So. Alter, nerviges Lied einfach manchmal. So. Ich glaube, das schmeiße ich bald raus. So viele Fighting Parks kann ich ja nicht machen, so oft wie Five Armies online kommen. So, alles klar. Hier werde ich nochmal was verändern. Denn da möchte ich eigentlich auch Stones hin haben. Ansonsten ist es zu hell. Und weiß nicht, irgendwie soll das nicht hell sein. Es soll nicht groß und... Das soll so mystisch wirken, so mitten im Wald irgendwie dieses Ding. So. War schon mal gar nicht schlecht. So vom theoretischen Aufbau her. Ne? Jetzt muss es nur noch gut werden. Ist ja nicht so schwierig, hoffe ich. So, ah, ja, krieg ich gerade nicht hin. Macht nichts. Jetzt und das. So, und dann kommen wir da hin und nehmen auch mal 32 davon. Und packen das Glas wieder ein und dann geht's weiter. Juhu! So. Da ist dicht und da ist dicht. Hier an der Seite brauchte ich noch. Alles klar. So, das war's eigentlich für die erste Etage. Jetzt würde ich gerne mir überlegen, wie wir da hochkommen. Hm. Ich weiß. So, so, so. Und so, so und so. Und dann stellen wir hier alles irgendwie mehr oder weniger voll mit Bücherregalen. Und dann kommt hier an die Seite eine Leiter. Keine Angst, die Leitern brauchen wir zwar noch für, Dings, für den Dschungel, aber das, aber nicht relativ zuversichtlich, dass wir da genug von haben. So, Clearstone. Werden wir außen einmal rumziehen. Ich hoffe, das reicht. Na gut, wenn du so weitermachst, Mike, dann reicht das nicht. So viel ist klar. So. Da, da und da. Dankeschön. Ach, fick das! Mann. Ey, da kann einmal was nicht... Einmal soll was klappen, ne? So, dann müssen wir... Sonst müssen wir irgendwann nochmal wiederkommen und das fertig machen. Wie gesagt, ich baue jetzt hier erstmal, bis die Rohstoffe ein bisschen knapp werden. Und dann ist gut. Ah ja, da müssen noch Glasplatten rein, da hinten. Also hier hinten. Och, komm schon. So, und so, und so. Und so. Achso, da auch noch. Mensch, wir sind aber... Sind aber schlampig mit den Glasplatten. Ja, das reicht auf keinem Auge. Nee, das war ja klar. Guti, dann haben wir erstmal noch nichts. Ist ja schon mal gut. Wieso haben wir schon wieder da? So.
Und so, und weil das symmetrisch ist, müssen hier jetzt auch Steine hin. Beziehungsweise es soll symmetrisch sein, es ist ja noch nicht symmetrisch. Alles klar. Irgendwas klappert hier. Das ist bestimmt wieder so ein hässliches. Oh, und es wird Nacht. Wie schön. Ja, und da ist das Skelett. Alter, lass mich gehen. Gut, das Skelett ist jetzt ein bisschen uncool. Vor allem ist auch uncool, dass ich mir wieder kein Bett gebaut habe oder so. Ist ja nicht so, als hätte ich die Ressourcen nicht, ne? Aha. So. Ja, es war dicht. Dann sind wir ein bisschen sicherer drin. Es sei denn, irgend so ein Creeper entscheidet sich, ach komm, statt ihm mal einen Besuch ab. Alter! Och, komm rein! Alter, er hat nicht gelogen mit verbesserter KI, ne? Stirb. So. Tür mache ich zu. Und dann ist alles in Ordnung. Hier gehen wir weiter. Ups, Moment, da fehlt eine kleine Leiter. Hier gehen wir mal kurz hoch und dann, ist auch schon bald wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Fast. So, so, so und so. Wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz den Dachstuhl ein bisschen ausbauen, der muss nicht groß sein. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Dachstuhl. Vielleicht können wir hier ein Bett einbauen. Ach, das wär's. Ja, genau, hier baue ich ein Bett ein. Irgendwie. Weiß noch nicht, wie genau. Bei den Cobblestones ist es zum Glück nicht so, so wichtig, wenn wir uns hier verbauen, weil, naja, die werden halt zu Cobblestones, wenn wir sie wieder abbauen. Das wär's ja nochmal, wenn die zu Staub oder so. Würde ich mir tatsächlich Mob in. Ne Mob. Ich würde mir einen Mob installieren, yo. Ich würde mir tatsächlich dann eine Mod installieren, dass es nicht mehr so ist. Ich beuge mich ja vielen Spielentscheidungen von Minecraft, aber das würde ich dann doof finden. So. Ja, klar, sind jetzt hier Zombies und alles. Alle möglichen Gesocks kommt jetzt hier. Ne? Die haben uns auch schon gesehen. Ja, die wollen uns jetzt. Die wollen uns richtig. Die wollen uns big time. Gut, Leute. Aber damit ist es eigentlich auch Zeit, wieder Tschüss zu sagen. Ja, es ist wieder so schnell gegangen. Tut mir auch leid. Aber es macht ja immer so Spaß mit euch. Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part von Minecraft mal reinschneiden würdet. Also, Leute, bis dann und tschüssen.